Guten Morgen, Frau Fischer. Ah, machen Sie einen Ausflug? Ja, die Vorschüler haben heute einen Schnuppertag in der Schule. Ah, sehr schön, viel Spaß. Schaut, hier sind wir ja schon bei der Schule. Wir gehen jetzt zusammen rein. Dort wartet schon eure zukünftige Lehrerin, Frau Bader, auf euch. Guten Morgen, Frau Bader. Schön, dass wir kommen dürfen. Guten Morgen, Kinder. Ich werde euch jetzt mit zu den Zweitklässlern nehmen. Die warten schon auf uns. Kommt mit, es geht hier die Treppe rauf. So, da sind wir. Das wird dann auch euer Klassenzimmer sein. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Bader. Schaut, ich habe euch die Vorschüler vom Kindergarten mitgebracht. Vielleicht kennt ihr ja sogar jemanden. Hallo. Hallo, Frau Fischer. Die Vorschüler dürfen sich jetzt mal an die Tische setzen, damit ihr seht, wie das so ist. Jeder hat in der Schule seinen Platz, wo er immer sitzt. Schau mal, Lara. Das Mädchen hier hat einen total schönen Schulranzen. Oh ja, so einen will ich auch mal. Der hier ist auch voll schön. Die Zweitklässler haben hier etwas für euch vorbereitet. Sie haben all eure Namen auf die Tafel geschrieben. Kann denn jemand von euch seinen Namen erkennen? Ja, ich. Ich auch. Okay, dann kommt doch mal nach vorne und zeigt mir eure Namen. Meiner steht da ganz oben. Da komme ich nicht dran. Schau, dann kannst du hier diesen Zeigestock nehmen. Das ist mein Name, Lena. Danke, Lena. Und ich heiße Lukas. Aha. Und mein Name ist Sidra. Schön, ihr könnt ja schon alle eure Namen lesen. Das ist ja toll. Schaut mal das schöne Buch. Ja, das ist unser Lesebuch. Da sind viele schöne Geschichten drin. Jetzt lassen wir die Zweitklässler wieder hinsitzen. Und ich bringe euch zu Herrn Pauli, der euch den Naturkunderaum zeigen wird. Tschüss! Guten Morgen, liebe Vorschüler! Guten Morgen! In diesem Zimmer werdet ihr viel über die Natur und unsere Erde lernen. Ich habe euch hier etwas zum Anschauen aufgebaut. In diesem Schälchen ist ein Schmetterlingsflügel, den ihr mit dieser Lupe betrachten könnt. Und mit diesem Mikroskop könnt ihr einen Libellenflügel untersuchen. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Und der Schmetterlingsflügel glitzert total schön. Hier habe ich ein Modell unserer Erde. Weiß jemand, wie man das nennt? Ja, bitte? Ein Globus! Ja, richtig, sehr gut. Das Skelett sieht ja gruselig aus. Das sind aber keine echten Knochen. Das ist nur ein Nachbau. Setzen wir ihm einen Hut auf, dann ist er nicht mehr ganz so gruselig. Jetzt ist Pause. Wir gehen jetzt auch nach unten und zeige ich euch den nächsten Raum. Oh, hier ist aber viel los. Hallo Lena! Hallo Annabelle! Wir dürfen heute die Schule anschauen. Cool! Ich muss weiter. Die sind schon im nächsten Raum. Tschüss! Hier ist das Mal- und Musikzimmer. Wir haben hier viele Farben, um schöne Kunstwerke zu machen. Diese Schmetterlinge zum Beispiel haben die Kinder gestern gebastelt. Frau Fischer, ich muss mal aufs Klo. Schau, hier hinten ist die Toilette. Hallo Kinder, ich verkaufe hier leckere Sachen zum Essen und Trinken. Wenn ihr kein Vespa dabei habt, könnt ihr bei mir etwas kaufen. Oder hier am Getränkeautomaten jederzeit etwas zu trinken holen. Toll! Für den Nachhauseweg darf sich nun jeder noch einen Apfel mitnehmen. Vielen Dank! Schön, dass wir kommen durften. Ich glaube, den Kindern hat es gefallen. Ja, gerne. Ich freue mich schon auf die Schule. Ich auch. Hallo Lena! Wie war's in der Schule? Wunderschön! Und ich habe einen total schönen Schulranzen gesehen.
Wir haben noch eine Überraschung für euch. Wir haben Pizza gebacken. Juhu, Pizza! Ich freue mich schon so auf die Schule. Aber im Kindergarten ist es auch schön. Video gefallen, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss.